Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Handy liegt bereit und meine Liste der Bücher, die ich mir im Jahre 2018 angeschafft habe. Das kann nur so viel bedeuten, dass ich die nächsten Bücher ziehen werde, welche ich bis Anfang Januar lesen möchte. Wie komme ich auf Anfang Januar? Wir haben jetzt den 6. September. Das heißt, ich habe 4 Monate Zeit, die Bücher zu lesen, die ich jetzt ziehen werde. Das wäre dann der 6. Januar. Wie der ein oder andere weiß, aus dem vorhergehenden Video, dass die Bücher zu dem Buch hier noch hinzukommt, da ich das ja aus meiner letzten Etappe, den Sub abzubauen, nicht ganz geschafft habe. Das heißt, diese Bücher, die ich heute ziehe, kommen zu Wie Blüten im Wind von Percy Andrews noch hinzu. Ich bin gespannt, wie viele Bücher es insgesamt werden. Und legen wir einfach mal los. Das heißt, ich starte jetzt einfach mal mein Telefon und habe hier wieder 1 bis 6 eingetragen. Also die Anzahl von Würfelaugen. Darauf hatte ich mich ja festgelegt, dass ich maximal 6 Bücher lesen möchte, was ja immer noch eine relativ große Anzahl für mich ist. Und ja, drücke ich jetzt einfach mal auf Generieren. Das sind insgesamt 3 Bücher, die ich lesen muss. Bis Anfang Januar ist eine sehr angenehme Zahl, weil dann sind es insgesamt wieder 4 Bücher, so wie im letzten Monat. Die Challenge meint es aktuell noch sehr, sehr gut mit mir. Okay, ich hatte zu Beginn, vorweg zu diesem Video, gezählt, wie viele Bücher jetzt hier noch offen sind. Das sind insgesamt 51. Das heißt, ich trage jetzt hier 51 ein und wir ziehen mein erstes Buch von 3, was ich bis Anfang Januar lesen möchte. Und das ist die 2. Okay, die 2 wäre mein New York von Paul Austers. Ich werde es euch jetzt einfach mal holen. Und da ist es auch schon, mein New York von Paul Auster aus dem Rowo Verlag. Also ich muss schon sagen, dass die Challenge es wirklich wieder mal sehr gut mit mir meint. Mit dem ersten Buch, was ich jetzt hier gezogen habe, habe ich ein Bändchen gezogen, was insgesamt 113 Seiten hat. Und ich denke, besser hätte der Start jetzt gar nicht sein können. Und ich hatte mir das damals gekauft, natürlich weil es von Paul Auster ist. Und wie der ein oder andere weiß, mag ich den Schriftsteller eigentlich sehr gerne. Und hier mein New York, ich hatte mich, glaube ich, damals einfach dafür entschieden, weil New York bei mir irgendwie immer funktioniert. Und deswegen durfte das bei mir damals einziehen. Ich möchte euch kurz vorlesen, um was es hier geht, weil ich weiß es tatsächlich eigentlich gar nicht mehr. New York, rastlos, kreativ und unüberschaubar. Viel beschriebenes Sinnbild, futuristische Visionen und pulsierender Gegenwart. Paul Auster hat sich von der Metropole inspirieren lassen, wie kaum ein anderer Künstler zuvor. Eine Unter- und Nebenwelt voller merkwürdiger Figuren und Ereignisse, ein antipodisches Negativ des Glitzers von Times Square und Fifth Avenue. Mein New York ist ein literarisches Stadtmosaik, komponiert aus Austers Werken. Ein wunderschöner Band über die Stadt der Städte. Na, da bin ich sehr, sehr gespannt. Immer auf dieses schmale Bändchen bin sehr neugierig auch, weil hier auch, sind auch sogar noch einige Bilder mit dabei. Also nicht ganz 113 Seiten zum Lesen, aber ich denke, die Challenge ist sehr gnädig mit mir. Und ich werde natürlich wieder berichten, wie es mir dann entsprechend gefallen hat. So. Dann ziehen wir die nächste Nummer. Wir haben noch 2 Bücher vor uns und die 44. Okay, wir hatten ja 51, dann sagen wir, wir gehen einfach ein bisschen zurück. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 44. Die Gewitterschwimmerin von Franziska Hauser. Gut, dann werde ich es euch mal holen. Da habe ich euch die Gewitterschwimmerin von Franziska Hauser aus dem Eichborn Verlag geholt. Wie ihr seht, ist das Buch noch komplett eingeschweißt, weil
Irgendwie habe ich die Angewohnheit, die Bücher eingeschweißt zu lassen, bis ich es dann halt tatsächlich gelesen habe. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ich hatte mir das Buch damals im Zuge des Deutschen Buchpreises gekauft, weil es mich sehr, sehr angesprochen hat. Und wenn es ja nominiert ist für den Deutschen Buchpreis, kann man es sich ja mal zu Gemüte führen. Und um was geht es bei dem Buch? Die Liebesgeschichte der eigensinnigen Tamara Hirsch und ihrer Familie. Eindrücklich, poetisch und kraftvoll. Die Hirschs waren verfolgte Widerstandskämpfer, Opportunisten, Künstler. Ein Jahrhundert deutsche Geschichte hat sie geprägt und die Hirschs taten nicht wenig, um dem Jahrhundert ihrerseits einen Stempel aufzudrücken. Oft galt es, die eigene Haut zu retten, dabei nicht empfindlich zu sein. Und empfindlich war Tamara Hirsch zum Glück nie. Stattdessen suchte sie das Abenteuer, die Herausforderung, das Risiko. Sie hat es geschafft, ihren Weg zu gehen, sie hat Menschen verletzt, vor den Kopf gestoßen, sich durchgesetzt, wann sie es für richtig hielt. Sie konnte sich durchschlagen, während die Familie andere zugrunde richtete. Eine Schuld, die Tamara nicht verzeihen kann. Für mich klingt das immer noch sehr, sehr interessant. Und ja, mit 432 Seiten ist es natürlich kein schmales Bändchen, so wie mein New York von Paul Auster, aber ich denke, das ist immer noch machbar in den 4 Monaten, die ich jetzt noch zu lesen habe für diese 3 Bücher insgesamt. Gut. Dann kommen wir auch zum letzten Buch und wir klicken nochmal auf den Generator. Und diesmal ist es die 38, okay. Das heißt, wenn das die Geschwindigkeit 44 war, ist das die 43, die 41, nein, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. Es ist Fox von Christina Dorscher. Kann meine eigene Schrift gerade lesen, aber ich denke Deutscher, ich werde es euch einfach jetzt mal holen. Ja, das ist das gute Stück Fox von Christina Dalcher aus dem Fischer Verlag. Wie ihr sehen könnt, ist auch dieses Buch noch eingeschweißt und gesellt sich quasi zu die Gewitterschwimmerin endlich ausgepackt zu werden. Genau, ich weiß noch, dass ich mir das damals gekauft hatte, weil es in aller Munde, glaube ich, war, mich das Thema auch tatsächlich interessiert hat und ich mir meine eigene Meinung zu diesem Buch bilden wollte. Und aber so richtig weiß ich gar nicht mehr, um was es geht. Ich werde es mal hier hinten vorlesen. Ihr könnt uns die Wörter nehmen, aber zum Schweigen bringen könnt ihr uns nicht. Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort nicht mehr als 100 Wörter am Tag sprechen dürfen, will Jean McClellan, wenn man sie so ausspricht, diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben. Das kann nicht passieren, nicht im 21. Jahrhundert, nicht in Amerika, nicht ihr. Das ist der Anfang. Schon bald kann Jean ihr Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihre Tochter Sonja in der Schule nicht länger lesen und schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmutes, ihre Träume beraubt. Aber es ist nicht das Ende. Für Sonja und alle entmutigten Frauen wird Jean sich ihre Stimme zurückkämpfen. Hashtag 100 Wörter. Ja, klingt definitiv immer noch sehr spannend. Und scheint gar nicht so schmal zu sein. Wir bleiben gespannt, wie viele Seiten das sind. Das werde ich erst erfahren, wenn ich es einpacke, beziehungsweise ich vielleicht entsprechend danach suchen werde. Aber das spielt ja an sich keine Rolle, wie viele Seiten das sind. Gelesen werden muss es dennoch, also beziehungsweise habe ich jedenfalls vor, um meinen Sub weiter abbauen zu können. Das heißt, wir haben bis den 6. Januar diese 3 Bücher, die ich lesen möchte, also die Gewitterschwimmerin, mein New York und Fox. Und ja, bin schon sehr, sehr gespannt. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, mit welchem Buch ich denn beginnen soll, ob ich mich von klein nach groß arbeiten sollte oder mit einem speziellen beginnen sollte. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu einen Kommentar hinterlassen würdet. Und natürlich habe ich auch noch Die Blüten im Wind zu lesen bis Ende des Jahres. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
bin nur noch ein bisschen zwiegespalten. Wie ich ja gesagt habe, habe ich negative Stimmen dazu gehört und das schreckt einen ja immer so ein bisschen ab. Wie immer würde ich mich natürlich auch ja im Allgemeinen über Kommentare freuen, wenn wir uns über die Bücher austauschen könnten, wie ihr sie gefunden habt und wie gesagt, mit welchem Buch ich ja beginnen sollte. Ansonsten bleibt es mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch einen schönen Tag wünsche, schöne Lesestunden und bis dahin, tschüss!